90,089% in der Kür. Ein Notendurchschnitt von 83,475% aus Grand Prix und Grand Prix Spezial. Das gab's noch nie. Doppelgold für Charlotte Dujardin und Vallegro bei den Olympischen Spielen in London. Buckinghamshire im Oktober 2011. Training auf der Anlage von Karl Hester. Charlotte Dujardin und Vallegro. 9 Jahre jung ist der Niederländer. Vor wenigen Wochen hat er Teamgold bei den Europameisterschaften gewonnen. Er hat die Welt aufhorchen lassen, der Ferro-Enkel, durch seine Elastizität und sein sensationelles Potenzial. Auf dem Gelände einer ehemaligen Wassermühle hat Karl Hester sich seinen Traum einer kleinen, aber feinen Reitanlage realisiert. Ohne überflüssiges Shishi, kein Brimborium, sondern alles so, dass Pferde sich hier wohlfühlen. Zu Hesters Wohlfühlphilosophie zählt täglicher Weidegang und ein Spaziergang vom Training im Gelände. Drei kurze, aber intensive Trainingseinheiten in der Woche reichen, sagt Karl Hester. Und das ist auch das Erfolgsrezept der Doppel-Olympiasieger. Well, he's a very special horse. Er ist ein sehr besonderes Pferd. Er hat einen fantastischen Charakter. Er ist sehr leistungsbereit und bietet dir alles an, was er hat. Und er ist wirklich fleißig. Er ist genau das, was man haben will. He's exactly what you want, really. Mit Reiter und Pferd ist es so wie in jeder anderen Partnerschaft auch. Die Chemie muss stimmen. Das Supertalent Vallegro ist da gut versorgt. Well, Charlotte is ridiculously talented, I think. Charlottes Talent ist kaum zu ertragen. Ich habe das sehr schnell festgestellt. Sie hat diese Fähigkeit, ein Pferd ganz schnell ins Gleichgewicht zu bekommen, ohne viel Aufwand. Und weil das Pferd so schnell ausbalanciert ist, lernt es dann auch alles ganz einfach. Das ist wirklich eine Gabe. Ihr größtes Geschenk ist, glaube ich, ihr Temperament. Zum Beispiel Aachen im letzten Jahr. Charlottes erstes wirklich großes Turnier. Ich habe vor Ort gesagt, Charlotte, dies hier ist anders als jedes Turnier, das du bislang geritten bist. Das wird aufregend, das wird an deinen Nerven zerren. Und es wird interessant sein zu sehen, wie du damit umgehen kannst. Da hat sie mich nur angeguckt und gesagt, komm schon. Derselbe Kram wie immer, nur das Viereck ist anders. Just the same old stuff, just a different arena. Das Märchen, das für Charlotte, die vor 5 Jahren im Stall von Karl Hester als Aushilfe begonnen hatte, in London wahr wurde, wäre nichts ohne einen Prinzen. Liebe auf den ersten Blick. Ich habe ihn zum ersten Mal mit 4 Jahren, fast 5, geritten, als ich bei Karl anfing. Und er war einfach großartig, ich meine unfassbar. Die Power, die er hatte, war unglaublich. Ich habe noch nie ein Pferd geritten, das diese Kraft hat, diesen Ausdruck. Als junges Pferd fiel es ihm zunächst schwer, diese ganze Power unter Kontrolle zu behalten. Da hatten wir dann schon Bedenken, dass es mal schwer werden könnte, ihn kurz zu bekommen und zu versammeln. Aber weil er ein so tolles Pferd ist, habe ich ihn gerade gerichtet und der Rest kam von ganz allein. Was wohl so viel heißen soll wie, wenn es allen Spaß macht, ist es gut und alles wird gut. Der Goldjunge hat übrigens einen recht seltsam anmutenden Spitznamen. Wer hat ihm denn diesen Bärendienst erwiesen? Heißt Vallegro, aber sein Stallname ist Blaubeere. Karl hatte eine verrückte Phase, in der er alle Pferde nach Obst und Gemüse benannt hat. So wurde er Blaubeere. Ich finde, dass das passt. Wir hatten eine Tomate, Rettich, wir hatten eine Gurke und wir hatten einfach alles. Cucumber and we had everything, I think. So, you're the only du bist one der Einzige, der übrig geblieben ist, Blaubeere. Hinter dem Olympia-Erfolg der Briten muss doch noch mehr stehen als nur das Hobby, seinen Pferden fruchtig frische Namen zu geben. I guess like none of the horses are forced or pushed. Ich finde, keines der Pferde wird zu etwas gezwungen oder in die falsche Richtung gedrängt. Alles ist ganz easy und wie ihr sehen könnt, kommen alle auf die Weide. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil des Trainings, weil die Pferde ganz entspannt sind und nicht lustlos ins Training kommen. Sie wollen arbeiten.
Und ich finde, Karl hat eine spezielle Art, mit den Pferden umzugehen. Und es ist fantastisch, weil alle Pferde glücklich sind. Und sie müssen glücklich sein, um das zu tun, was wir von ihnen wollen. It's great because they're all happy horses and they have to be happy to kind of do the work we want them to do. Happy. Ja. Genau das ist es. Danke Charlotte, danke Karl. Ihr habt die Dressurfreunde happy gemacht. Und danke Valegro.